Hallo zusammen, ich melde mich heute zurück mit meinen Naturkosmetik-Sommerfavoriten. Also Produkten, die wirklich gerade bei den aktuellen Temperaturen so richtig viel Feuchtigkeit spenden, meine Haut beruhigen und ja, ihr richtig gut tun und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Alles ist wie gesagt Naturkosmetik und alles ist auch vegan, falls euch das interessiert. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem ersten Produkt und das ist ein ja noch recht neues Produkt, das erst in diesem Jahr erschienen ist und zwar von Santa Verde. Das sind solche ja, Ampullenkuren und die sind wirklich vollgepackt mit Aloe Vera, mit Hyaluronsäure und sind so richtig, richtig feuchtigkeitsspendend. So sieht so eine kleine Ampulle aus. Die reicht für so 1 bis 2 Anwendungen, je nachdem, ja, wie viel ihr davon verwendet, ob ihr auch Hals und Dekolleté damit benetzt. Und das ja, brecht ihr einfach auf, also das ist aus Glas, brecht ihr einfach vorsichtig mit so einem Kosmetiktuch auf, gebt davon dann was in eure Hand und ja, drückt das so richtig in eure saubere Haut. Also mache ich das zumindest. Und ja, das ist so richtig schön aufpolsternd. Ihr könnt entweder auch 2 dünne Schichten übereinander geben oder so eine Ampulle reicht euch eventuell auch für 2 Anwendungen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und ich gebe dann auch immer noch so ein bisschen Jojobaöl drüber und dann ist die Feuchtigkeit wirklich so richtig schön in der Haut eingeschlossen. Und ja, ich mache das immer abends oder beziehungsweise ich habe das jetzt ein paar Mal abends gemacht und ja, die Haut wird da richtig schön ja, durchfeuchtet, aufgepolstert und man sieht am nächsten Tag auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ihr gerade sehr, sehr feuchtigkeitsarme Haut habt. Also wenn ihr wirklich da eine intensive Pflege sucht, kann ich euch diese neuen Ampullen sehr ans Herz legen. Dann habe ich noch eine Gesichtscreme neu für mich entdeckt, die ich euch insbesondere für abends empfehlen kann, die die Haut ja nach so einem sonnengestressten Tag, sage ich mal, so ein bisschen beruhigt und wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt und auch so ein schützendes Gefühl schenkt. Und zwar ist die Rede von der Naturkosmetik-Gesichtscreme mit CBD von Canendo. Der Name sagt es bereits, hier ist CBD enthalten, aber auch noch Hanfsamenöl und Hanfhydrolat, also verschiedene Inhaltsstoffe aus der Hanfpflanze, was ich wirklich spannend finde. Ich bin ja auch großer Hanfsamenöl-Fan und das ist halt wirklich auch so ein Öl, was für jeden Hauttyp geeignet ist. Also die Creme wird zwar insbesondere für trockene und irritierte Haut empfohlen, aber ich habe ja eher so eine Mischhaut und kann sie trotzdem sehr gut verwenden. Hier ist zum Beispiel auch Borage-Samenöl enthalten, was auch für so ein geschmeidiges Hautgefühl sorgt. Und ja, Aloe Vera, Grünteeextrakt, Hyaluronsäure, die ist hergestellt in Deutschland, ist auch in Glas verpackt. Also ich finde, das ist eine sehr stimmige Creme. Ich habe auch einen Gutscheincode für die Creme bzw. für das gesamte Sortiment von Canendo. Den packe ich euch auf jeden Fall mal in die Infobox, so wie alle Produkte auch. Das verlinke ich euch natürlich alles, da könnt ihr nochmal nachlesen und stöbern. Genau, aber das ist auf jeden Fall mein 2. Sommerfavorit. Insbesondere für abends, wie gesagt, weil es meine Haut schön beruhigt nach einem langen Sonnentag. Dann möchte ich euch ein Produkt zeigen, ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr sehen können, ich habe es euch schon ein paar Mal gezeigt und zwar ist die Rede von dem Lippenstift von Nui Cosmetics in der Farbe Emere. Das ist wirklich so ein schöner Aprikoton und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich verwende den tatsächlich meistens nicht als Lippenstift, sondern als Rouge. Ich tupfe mir den einfach so auf die Wangen oder streiche so auf einem Pinsel und ja, verwende den dann als Rouge. Und ich finde, der macht einfach so einen sonnengeküssten Teint. Ist irgendwie unkompliziert, passt perfekt für den Sommer. Also ich verwende gerade bei den aktuellen Temperaturen, wenn ich rausgehe, oft nur Concealer, vielleicht ein bisschen was für die Augenbrauen und dieses ja, Lippenstift-Rouge-Produkt. Und ich mag es super gerne, weil man halt, wie gesagt, einfach super frisch aussieht und ja, ich finde, mehr braucht es eigentlich bei den aktuellen Temperaturen gar nicht. Deswegen, ich weiß, schon oft empfohlen, deswegen mache ich es auch ganz kurz, aber ich liebe das im Moment total. Dann werde ich super oft von euch gefragt, wie ich denn meine Haut so strahlend und ebenmäßig bekomme. Und also ich finde, das ist ja immer so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, muss ich euch nicht erzählen. Auch Ernährung, Lebensstil, aber auch Kosmetik. Und da verwende ich ja wirklich schon seit einiger Zeit Wirkstoffkosmetik, also unter anderem auch Fruchtsäuren. Da könnt ihr euch mal ein bisschen einlesen, da habe ich auch einen umfangreichen Artikel zu auf meinem Blog geschrieben. Aber ich verwende auch ein Produkt mit Vitamin C. Und Vitamin C ist halt auch wirklich dafür bekannt, den Teint so auszugleichen, zu ebnen, antioxidativ zu wirken, ja auch gegen Unreinheiten zu kämpfen. Und ich verwende immer das Vitamin C Serum von Mad Hippie.
Das kann man leider nur in den USA bestellen, aber das funktioniert total unkompliziert, ohne Zoll und so weiter. Ich packe euch den Link auch mal in die Infobox und auch einen Gutscheincode. Müsste ich dafür auch noch haben. Das ist halt hier so ein Vitamin C Serum und das ist super flüssig. Und dadurch kann man es halt auch wirklich in jede Pflegeroutine integrieren. Ich verwende das tatsächlich meistens morgens als ersten Schritt nach der Reinigung. Dann gebe ich hiervon so 2-3 Tropfen auf mein Gesicht. Dann meistens noch ein anderes Serum oder ein Tropfen Öl und dann meinen Sonnenschutz. Und ja, morgens dann gar keine andere Creme oder so. Ja, und das ist halt einfach so, ja, es bringt die Haut zum Strahlen. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht nur auf dieses Produkt schieben, aber Vitamin C ist da halt auch wirklich, ja, auch ein sehr erforschter Inhaltsstoff. Da könnt ihr euch auch gerne mal ein bisschen zu einlesen. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und habe das auch schon mehrfach nachgekauft. Und ja, es gehört einfach in meine Sommerfavoriten, weil ich es im Moment auch jeden Tag verwende. Dann möchte ich euch noch etwas für abends empfehlen. Und zwar dusche ich im Sommer eigentlich immer abends oder ja, meistens zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Duscht ihr ja abends oder morgens? Auf jeden Fall, wenn ihr abends duscht, dann kann ich euch diese Aroma-Creme-Dusche mit Lavendel, Vetiver und Bergamottenduft von Weleda sehr empfehlen. Das ist eins der neuen aus dieser Aromashower-Serie. Und ja, ich liebe den Duft. Es beruhigt mich einfach total. Und ja, ich finde es einfach das perfekte Duschgel für abends. Falls ihr eins meiner letzten Favoriten-Videos gesehen habt, ist euch sicherlich auch schon ein Duschgel von Weleda aufgefallen, und zwar diese Zitrus-Variante, die liebe ich wiederum für morgens. Also generell mag ich aber eigentlich alle Weleda-Duschgele, ob jetzt nur aus dieser Serie oder die bestehenden Produkte, aber wie gesagt, das habe ich im Moment jeden Tag verwendet und kann es euch sehr empfehlen. Und ja, also wenn ihr abends duscht, perfekt, um so ein bisschen runterzukommen und abends zu entspannen. Last but not least möchte ich euch noch eine Sonnencreme empfehlen. Was würde bei den aktuellen Temperaturen naheliegender sein als eine Sonnencreme? Und da verwende ich zurzeit sehr gerne die getönte Sonnencreme von Algamaris mit Lichtschutzfaktor 50. Die gab es bis jetzt immer nur mit Lichtschutzfaktor 30 und seit diesem Jahr auch mit Lichtschutzfaktor 50. Die gibt es auch in 3 Nuancen. Passt sich auch gut dem eigenen Hautton an. Also ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Ich habe jetzt hier, glaube ich, die mittlere Tönung, beige. Und ja, also ich bin wirklich begeistert von dieser Sonnencreme, vor allem, weil es auch so eine Art ja, Make-up-Ersatz ist. Also ihr braucht dann wirklich nichts mehr auftragen, um irgendwie euer Hautbild auszugleichen oder so. Das schafft die Creme echt schon super gut. Und ihr könnt die Creme auch mit einer anderen Creme mischen zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine andere Sonnencreme habt, die eher stark weißelnd ist, könnt ihr von dieser getönten Variante einfach einen Klecks da reingeben und dann ja, dieses Weißeln so ein bisschen ausgleichen. Also kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich blende euch auch mal die Swatches von den 3 Farben ein, die Algamaris da im Sortiment hat. Und ich verlinke euch gerne auch meinen Sonnencremetest auf meinem Blog. Da könnt ihr auch nochmal genauer nachlesen, ob die Creme dann das Richtige für euch ist. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon mit meinen Sommerfavoriten. Wie gesagt, schaut unbedingt in der Infobox vorbei für weiterführende Infos, für die Gutscheincodes zu den einzelnen Produkten. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Produkte schon kennt oder welche Produkte ihr zurzeit super gerne verwendet. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!